Oh ja, das wird es auf jeden Fall interessant. Ich glaube, ich habe noch nie Phenomenal Samus gesehen. Mein Pac-Man kennt das schon. Frage ist, weiß er, wie man mit Samus gegen Pac-Man spielt? Es sieht auf jeden Fall schon mal brutal aus, Junge. Einfach mit Forward S gekickt. Finde ich natürlich auch gut, weil eben ich bin halt einfach generell nicht so der Fan von sowas. Junge, die Reads, Alter, die Reads. Aber nice recovered. Und das killt, oder? Ja. 12 oder 13 Jahre alt, als ich Brawl so gesuchtet habe. Junge, es geht komplett ab mit Samus, Alter. Wenn man auf Cloud Limit zum Retten nutzt, kann man den Recovery trotzdem ohne Limit nutzen, oder ist das was dann was anderes? Sobald du das Limit hast, sind alle deine Special Moves, also Up B, Side B und so weiter, sind dann automatisch die, erstmal andere ein bisschen länger brauchen, ne? Und Lemmy, haust du rein? Ey, vielleicht sieht man sich beim Turnier, wäre nice. Weil eben, ich glaube, bisher sind beim Turnier nur so 8 Leute angemeldet und wäre natürlich schon cool, wenn ein paar mehr Leute nach Augsburg kommen würden. Hey Chef, bald kommt die Revanche. Bin jetzt fetter Terry Main. Oh, okay, okay. Ich bin ready, Alter. Ich bin ready. Mein Main ist Samus. Den Charakter, den ich hier auch gerade zocke. Wie man sehen kann, Alter. Mit Samus läuft's einfach. Hey, aber passiert. Vor allem als Diddy Kong muss man einfach vorsichtig sein, ne? Der hat's manchmal nicht so einfach zurückzukommen. Killen generell schwer. Ich spiele ja Samus und ich muss sagen, auch wenn ich... Alter, okay. Ich hab ja schon Smash, wo ich eigentlich so die meiste Zeit rein investiere. Bei Velo, ja, ich zock's halt einfach ab und zu mal for fun. Und habe auch mal so monatelange Pausen. Aber Isabel auf jeden Fall ein bisschen speziellerer Main, ne? Drago, auch danke für deinen Follow. Willkommen im Stream. Alter, das hat gekillt. Ich finde halt Neon Genesis, das geht jetzt so richtig so, wie soll ich sagen, so abgehoben oder so. Aber ich finde halt, Neon Genesis ist halt nicht so der Anime für so normale Leute. Der ist halt sehr, sehr weird und eigenartig und man versteht vieles auch gar nicht, selbst wenn man sich damit befasst. Aber genau das finde ich cool daran. Das ist sowas ganz Besonderes. So ein Anime gibt es einfach nicht nochmal da draußen. Und ist er tot? Ist der Ken tot? Er ist tot. Top 10 bin ich dann drin. Also Top 10 von Followergröße. Xeno ist doch besser, ja, aber er ist ja nicht. Splatoon läuft auch besser als Smash, gell? Splatoon wird ja von Nintendo unterstützt. Bist du da gut drin? Splatoon ist ja ein Team-Game, ne? Hab mir dein Video mit Tipps angeschaut. Nice. Ich hoffe, es hat geholfen. Ich hab da ja so eine ganze Reihe. Bisher 3 Parts und übernächste Woche werde ich vielleicht den 4. Part machen. Arbeit um 5 Uhr ist toll. Also 5 Uhr morgens? Oder was? Bin relativ gut. Nice, nice. Muss noch üben. Ja, klar. Braucht alles seine Zeit. Kann halt nicht direkt krass abgehen, so, ne? Das braucht alles Übung. Dennoch kann man Splatoon nur online gegeneinander spielen. Alter, also müssen sie sich für Turniere die Leute sich online verbinden, oder was? Oder? Das ist ja auch komisch. 5 Uhr morgens. Hat bestimmt auch seine Vorteile, ja, weil man dann früher fertig ist, ne? Man muss halt extrem früh aufstehen. Zocke noch viele andere Games. Ja, vor allem dann ist natürlich auch schwierig. Ich zocke halt nur Smash, ne? Deswegen ist bei mir immer ein bisschen einfacher, wenn ich Dinge lernen will. Oh, Junge. Weil ich halt kaum irgendwas anderes mache. Up B's ohne B. Ja, da hat er ein bisschen Pech gehabt bei der Up B, dass die nicht richtig getroffen hat. Aber gegen Luigi nehme ich das mit, Junge. Team. Ich finde halt Team-Games an sich auch sehr cool. Weil du dich halt auch so auf deine Teampartner verlassen musst, so. Und der Skill und das Miteinander halt zählt. Bei Smash bist du dann auf dich allein gelassen. Ich persönlich finde das besser so. Wenn ich weiß, so, wenn ich einen Fehler mache, das ist nur mein Fehler und ich bin dann nicht. Ich ziehe dann nicht das ganze Team mit runter. Aber andersrum ist natürlich auch cool, wenn man so als Team am Start ist und auf Turniere geht und online zockt und so, im Call chillt, sich bespricht und so weiter. Das hat auch was. Schwierig zu sagen, es gibt nicht wirklich so viel gerade da, vor allem mit Projektilen. Ah, okay. Ich habe auf jeden Fall diesen. Bei Nickelodeon All-Star Bros. Gibt's Plankton in diesem. Dings. In diesem. Oh, Junge.
in so einem Roboter Mech-Suit, ne, vom Plankton selber. Der sieht so ein bisschen aus wie Samus, fand ich. Oh, Jason, was geht? Wie geht's, wie steht's? Oh, ich Glück gehabt, dass es mich nicht getroffen hat. Ja, Mann, das ist der Damage, den ich sehen will. Hold up, vielleicht kriege ich sogar den Kill, warte. Ja. Ja, das müsste reichen. Boah, ein bisschen mehr Damage hier. Komm, Pac-Man. Wenn Shiro und Randy wieder spielen, ja, Mann. Ey, die zwei vermisse ich auch so ein bisschen. Ist echt schade eigentlich. Voll den Hydrant ins Face bekommen, Alter. Bei ihrem Video habe ich sie halt Isabel genannt und nicht Melinda. Finde ich halt irgendwie ein bisschen nicer. Ey, und? Und SMT, war das ein bisschen saucy? Robin ist schon viel, viel cleaner. Wie kann man joinen? Muss drüber auf Twitch und dich dort mit dem Command Ausrufezeichen Join anstellen. Also man braucht hier auf jeden Fall Twitch zum Mitmachen. Weil ich so auf Twitch so einen Bot habe, der die Leute in eine Warteschlange anstellt. Das geht halt auf TikTok nicht wirklich. Willst du am Freitag auf mein Abschlusszeugnis reacten, Bro? weiß er nicht, weiß er nicht. Am Freitag ist auf jeden Fall das Crew Battle, ne? Da habe ich ein bisschen zu tun. Finde ich auch ganz nice. So, Pflanze gegen Samus. Sieht man hier tatsächlich in meinen Streams sogar relativ oft. Plant ist so ein... scheint so ein beliebter Charakter zu sein auf jeden Fall. Aber ja. Und guten Willkommen im Stream. Aber genau, jetzt auf jeden Fall für alle, die an Casio Interesse haben, mal ganz drauf achten, was Sherlock alles macht. Der hat hier schon die ein oder andere heftige Kombo rausgeballert. Nerf natürlich auch. Aber da hatten wir Casio noch nicht so wirklich als Thema. Another Samus, that's what I like. Yeah, Samus is really popular over here in Germany. One of the most played characters, actually. Alter, er fliegt aus meinem Move raus, aber juckt nicht. Gekillt, by the way. Läuft ja richtig. Amerikaner, wenn du ihnen sagst, dass B in BMW für Bayern steht. Let's go, Junge. Bayern Representation. Alter. Von den Kombos sieht die Samus hier gerade eher aus wie Casio, ne? Der kommt ja gar nicht mehr zum Zug. Ja, deswegen ich den jetzt auch, da habe ich mich schon satt gezockt. Aber eben Tuning, wenigstens ein bisschen was anderes, könnte man ausprobieren. Yang Link für mich aber auf jeden Fall der coolste Link. Der macht richtig Spaß. Und ey, ich hab's doch gesagt, gell, guck mal. Okay, jetzt muss er aber aufpassen, wie er landet. Ja. Habe ich ein bisschen den Weg abgesperrt. Ey, so mies, Alter. Es lief so gut für ihn, bis er sich SD'd hat. Dann jetzt alle am Arbeiten schreiben hier. Oh, das hat ihn gegrabt. Das war krank. Samus Grab Range manchmal echt komplett übertrieben, Alter. Ja. Schade. Er hatte Zeit zu driften. Aber er wird trotzdem weggespiked. Ey, Zero to Death. Jetzt fast komplett zurück, oder? Nee, nee. Da roll ich nicht rein. Schön, schön. Schaffe ich aber auch noch. Ja, bisschen zu lange gewartet. Ich glaube, er ist tot. Ja. Ich meine, er hätte sich ja noch nach oben teleportieren können, ne? Ich muss, ne? Da ist Yoshis. Beste Stage, Junge. Ja, bisher schon 78%. Kann man auf jeden Fall machen, ne? Er ist tot. Ja, beste Stage. Funktioniert das Fighting Game. Wie gesagt, die meisten sind ja mit so einer Lebensanzeige, aber hier sind es Prozente. Und der Lucario hat jetzt schon 80%, er könnte jetzt schon durch einen Move von mir sterben. Zum Beispiel durch so einen Move. Yep. Oh, Shield Break. Okay, kriege ich was Cooles hin?
We will see. Nein, das war so close. Das war so close, Alter. Ich hätte ihn fast gehabt. Ich glaube, er hat sich schon wieder selbst umgebracht, though. Yeah. So, also. Samus gegen Luigi. Jetzt wird wieder schön gespammt, man kennt. Oh, aber schöner Jump. Jump ist auch ganz wichtig als Luigi gegen Samus. Muss man aber auch gut einsetzen, damit man nicht immer gecatcht wird. Oh, ich wollte eigentlich nicht runter. Aber egal. Tatsächlich war es gar nicht mal so schlimm jetzt. Das treffe ich noch, ja. Nice. Vielleicht habe ich hier noch Glück. Ja, Mann. Nice, nice. Bin ich der Einzige, der es liebt, Fahrrad zu fahren? Ich finde Fahrradfahren auch sehr nice. Vor allem mit E-Bike, da ist es nicht so anstrengend. Super chillig. Okay, Junge. Noch keine Berührung hier von ihm. 1, 2, 3%, man kennt. Und nochmal ein Kill. Motor dich komplett carried. Oh, die grabbt ihn schon wieder. Insane, Alter. Dass das gegrabt hat. Schafft er das überhaupt noch? Er hat noch einen Jump. Ja, er hat noch einen Jump. Den hat er sich gut gesaved. Aber wen juckt's? Wen juckt das, Alter? Wenn ich ihn auf den Move zu drücken. Dann werden wir beide getroffen. Alright. Damage time. Ja, guck mal. Da merkt man immer wieder, was mein Main ist, ne? Alter. Samus ist einfach am Start.